Das sieht gerade so aus, als ob er deine Schatzkiste als Hammer benutzt. Okay, dann geht's hier weiter. Feuervogel und Garuda. Konfrontation auf See. Ulfa erfährt von der Erzfeindin von Captain Feuervogel. Hey, du bist wach. Das war ein übler Sturz. Du hast das ganze Schiff beben lassen. Wo ist sie? Hm? Hat der Captain dich irgendwie erschreckt? Captain, wie kommt Izumi mit der Schatzkarte voran? Der Karte? Ich habe noch nichts dafür. Dann frag nach. Natürlich, Captain. Bleib ganz locker, Großer. Entschuldigung für die Umstände. Es ist nur... Du siehst fast genauso aus wie jemand, der mich wichtig... Wie jemand, der mir wichtig war. Sehr wichtig. Alia. Du kanntest sie? Kannte? Wer bist du? Warum bist du hier? Warum jetzt? Wir sind so nah dran. Ich wollte nur die Insel besuchen. Alias Zuhause mit eigenen Augen sehen. Mehr nicht. Ah. Du bist meinetwegen wohl aufgetaucht. War nicht meine Absicht. Ich werde dir nicht weiter auf die Nerven gehen. Ulfar, du... Captain! Captain! Komm schnell! Es ist Garuda! Was will die denn? Let's go. Du wolltest mehr über Alias Heimat erfahren? Komm, das solltest du sehen. Feuervogel! Lass mich hier draußen nicht so lange warten. Es ist Garuda. Wir haben sie endlich eingeholt. Ah, wir haben heute eine Audienz. Ich sehe voraus, dass uns alle ein ganz besonderes Vergnügen erwartet. Der Tod des gefürchteten Captain Feuervogel. Garuda, meine alte Erzfeindin. Ich dachte, du hättest das Ruder an den Nagel gehängt. Bist doch alt genug, nicht? Wow. Wir haben heute wohl Lust auf besonders schmutzige Spielchen. Das Einzige, was hier schmutzig sein wird, ist mein Lachen, wenn ich mit dir das Deck wische. Sollen wir eingreifen? Noch nicht, Kadett. Ich will wissen, wie es weitergeht. Hast du das gehört, Feuervogel? Du langweilst unsere Bewunderer. Wollen wir es spannender machen? Darf ich vorstellen? Meine neueste Schöpfung. Günther. Grabgut von Knoch. Günther Grabgut? Schicker Name für so einen Schrotthaufen. Das ist mein Sohn, du elendes Weib. Mein kleiner Günni-Schnucki-Putzi. Süß. Die Frau mit dem hässlichen Stirnband will mit dir spielen. Frau will mit Günther spielen. Also, wenn das so weitergeht, stirbt sie. Jo, sie ist tot. Okay. Captain! Gehen wir. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. So wurde es prophezeit. So soll es geschehen. Wow. Und da ist sie wieder. Sind sie weg? Ja, ja, du hast das wundervoll verkauft, mein Liebe. Ach, das war eine Verarschung, okay. Was? Oh, ist der Herr mit den türkisen Haaren neu? Ich habe ihn gestern erst eingesammelt. Grüner hinter den Ohren geht's kaum. Wie wär's denn mit einem Duell, als kleine Einführung? Liebend gern. Okay. Interessant. Nach welchen Regeln spielen wir heute, Nadia? Wer zuerst 20 erledigt hat? Fabelhaft. Wie wäre es mit einer kleinen Dreingabe?
Wenn es eine deiner Einheiten bis hierher schafft, gibt's einen Zusatzpreis. Der gehört so gut wie uns. Ich werde es dir nicht leicht machen. Siege als erster 20 Einheiten. Jo. Okay, okay, okay. Ums. Erreiche das Bonusgebiet, hindere Garuda daran, 10 oder mehr Punkte zu erzielen. Okay. Hab ich sowas wie ein Transportschiff? Nö. Warum? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich das ja alles stückweise machen? Nee, bleib du erstmal da. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles? Also, das Wichtigste zuerst. Wir sind keine Piraten. Wir haben jetzt nicht auf Gold und Ruhm abgesehen. Was wir wollen, ist größer als wir alle. Wir wollen die Safraninseln selbst. Okay. Danke für die Info. Ja, es gehen natürlich alle auf Nadir. Es ist irgendwie ein Scheißgefühl, dass der Gegner jetzt auch Granitiere benutzte. Scheiße. Ja, es geht ja brave. Die Piratenharpien sehen aber auch cool aus. Ich möchte ja nicht ungehobelt sein, aber unser türkishaariger Freund erscheint nicht von hier zu sein. Wie viel weißt du über die Inseln? Nicht viel, fürchte ich. Nur, dass Himmelsang über sie herrscht und dass meine Frau hier geboren wurde. Tja, wie mache ich denn das jetzt? Dann muss ich das halt so machen. Geht nicht anders.
Bums. Ich finde das aber ein bisschen unfair, dass er einen Riesen hat und ich nicht. Das ist ein bisschen unfair. Das Kaiserreich Himmelsang beansprucht diese Inseln seit 100 Jahren für sich. Meinst du, sie haben sie einfach hier gefunden? Der Kaiser kam mit seinen Kriegsschiffen her, hat unsere Monarchen niedergeschossen und ist dann einmarschiert, um uns vor der Gesetzlosigkeit zu retten. Weder Kirchenstein noch irgendein anderes friedliebendes Königreich ist eingeschritten. Jetzt erfahren wir ein paar mehr Informationen. Ist ja auch gut zu wissen. Wenigstens hat der Kaiser am Ende seine wohlverdiente Strafe bekommen. Dafür hat Grollkönig Kaspar gesorgt. Himmelsang hat bis heute Angst vor Schädeln und Knochen. Autschi. Oh, es greift doch nicht immer Nadia an, ey. Oh, ist ja nervtötend. Doch wenn ein Kaiser fällt, steigt leider direkt der nächste auf. Kaiserin Tenri. Sie hatte Jahrzehnte, um die Verbrechen ihres Vaters wieder gut zu machen. Wir wissen nun, was sie zu all dem steht. So. Gut, dass sie keine Lufteinheiten angreifen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sind die auch weg?
Bums. Geschafft. Vielleicht solltest du doch in den Ruhestand gehen. Ja, sehr gut geschwächt. Genau. Ah ja, doch. Ja. Eine Bogenschützen. Deshalb holen wir uns die Inseln zurück. Das dürfte als Überblick reichen. Wir Piraten sind vor allem eine Ablenkung. Die wahre Arbeit, also die Unterstützung der Öffentlichkeit bekommen. Geheime Abmachungen mit anderen Ländern treffen, eine Regierung bilden. All das passiert hinter den Kulissen. Wir dürfen dafür Kostüme tragen und das Geld des Kaiserreichs verschwenden. Wir haben etwa ein Dutzend Piratenbanden, die gegen die Marine kämpfen und Ferienorte an der Küste überfallen. In Wahrheit warten wir nur darauf, die Hauptstadt zu erobern und Himmelsfang auszuwerfen. Aha. So, so. So, so. Hoffentlich zählt das auch, wenn ich mit der Harpie gleich da in dem Gebiet, in diesem Bonusgebiet dann lande. Ja, toll. Ah, okay, meine Einheiten kehren auch wieder. Okay, zurück. Dann ist ja gut. Jetzt darf ich erstmal wieder. Ups. Ich
Da kommt der da auch bestimmt wieder, ne? Wenn der besiegt ist. Ah, jo. Upsala. Hehe. Ja, der Günther. Wer führt gerade, hm? Langsam glaube ich, dass du gar nicht wirklich in die Zukunft blicken kannst. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Lacht am besten. Blub, blub, blub. Also eine Revolution. Was hältst du davon, Türkisbart? Ich bin kein Freund großer Imperien. Ha! Ich wusste doch, dass der große Kerl auf unserer Seite ist. Und schon wieder gehen alle auf Nadia drauf. Fein. Nein. Oh Gott, das dauerte ewig, bis ich wieder dran bin, ne? Aber ich habe ja eh gleich gewonnen. Noch zwei Einheiten besiegen und dann hab ich's. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das ausreicht. Ja. Gut. Jo, dann wollen wir mal angreifen. Jawohl.
gewonnen. Und vorbei. Ah, das Glück ist eine so launische Herrin. Ha, das war unterhaltsam. Aber ich bin nicht nur zum Spaß hier. Ich habe Neuigkeiten aus dem Hauptquartier des Widerstands. Die Mission deiner Besatzung ist die letzte, bevor wir uns die Hauptstadt zurückholen. Hast du ihn schon gefunden, den Schatz? Wir arbeiten dran. Vor Jahren hat uns Himmelsang etwas gestohlen, das uns sehr wichtig ist. Du weißt schon, abgesehen vom ganzen Archipel. Wir fanden eine Karte, kurz bevor wir dich eingesammelt haben, die zu unserem verlorenen Schatz führt. Wenn wir ihn finden, würde das die Moral von allen heben. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten zur Schatzkarte, Captain. Ich kann die Verschlüsselung nicht knacken. Das war wohl die schlechte. Aber ich weiß, wo wir den passenden Schlüssel finden, und das ist die gute. Wo genau? Bei meiner alten Arbeit in einer Marinebasis. Oh. Wird das etwa ein Raub? Und du möchtest das tragen? Wo willst du hinaus? Auf nichts. Gar nichts. Nadia. Günthers Kostüm für den König Kaspar-Tag ist neulich in der Wäsche eingegangen. Es könnte, du weißt schon, dem passen. Was sagt sie da? Nun, das war wirklich ganz reizend. Ich muss jetzt los. Auf bald. Möge euch allen das Glück hold sein. Alles klar, Izumi. Zu welcher Basis müssen wir? Ach, macht ihr wegen Nadia keine Gedanken. Sie hat im Moment einfach sehr viel um die Ohren. Sie wird noch früh genug auftauen. Okay.